Salam Aleikum, Boys and Girls. Wir haben 10.431 Fragen erreicht zum Thema The Vibe. An der Stelle hier nochmal der Hinweis: In dir haben wir Trust. Vor allem in diesen Zeiten, liebe Freunde, wenn der Euro weiter fällt, müssen wir in euro-diversifizierte Investments und vor allem nicht nur euro-diversifiziert, sondern am besten in Dollar-besicherte Investment. US-Dollar ist nach wie vor unsere Weltwährung. Damit handeln wir in Öl. Das ist als eine als Reserve-Währung. Jedes Land der Welt hat US-Dollar. Falls irgendetwas mit seiner eigenen Währung passieren sollte. Und unser Dirham so ist, ich habe so eine Spiegelverkehr-Dings drin, deshalb, so, unser Dirham ist tatsächlich gebunden an den Dollar, aber das ist genau der Punkt, worüber ich mit euch sprechen möchte, die nächsten paar Minuten, denn das wird wahrscheinlich das interessanteste Live, das wir je gehabt haben, denn wir reden nämlich über unser Baby, über The Vibe. So, lass uns mal die erste Frage hier raus. Ich habe wirklich, ich habe gefühlt 17.391 Fragen bekommen. Kaufpreise werden teurer, je höher man geht, wird die Miete angepasst. Hier sehen wir unser Projekt. Ich zeige dir mal noch eine andere Slide, die ist vielleicht ein bisschen besser. Hier sehen wir, wie unser Projekt ist. Und ja, wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du innenliegend bist, lass mich das mal gleich. Denn wenn ihr morgen hier eine Wohnung bei uns kauft, dann haben wir zwei verschiedene Seiten. Und das ist einfach die Natur der Sache. Du hast halt einfach zwei verschiedene Seiten in dem Projekt. Das heißt, hier kriegen wir 10 One-Bedrooms rein und hier kriegen wir nur 5, wenn also 4 One-Bedrooms und ein Studio. Und hier eben 8 One-Bedrooms, ein Two-Bedroom und ein Studio. Deshalb ist diese Seite, so, du hast überall, du musst überall ein Tod sterben. Ja, das ist so ein, ne? Also sagen wir mal, du hast hier, oh, man sieht gar nicht, wenn du liegst, hier hast du eher Wertsteigerung und weniger Rendite. Hier, however, hast du viel Rendite und nicht die massive Wertsteigerung. Ich sag mal, hier erlebst du zwischen jetzt kaufen und 2025 fertiggestellt, erlebst du vielleicht zwischen 10% und 15% Wertsteigerung, vielleicht sogar 20. Ihr wisst ja immer, under promise, over deliver. Und hier drinnen siehst du tatsächlich, wir haben da 15-20% Wertsteigerung schon allein während der, Bauphase. Preises bitte, fragt Baraksei972, sehe ich hier aus dem Blickwinkel hier, der Verkäufer hat alles im Blick, ich sehe alles, ich erkenne immer Käuferzeichen und ich weiß genau, mein Team ist auch hier drinnen, schnappt ihn euch, Jungs. Es geht los bei around 200.000, die ganz günstigen sind schon weg. Wir müssen ja dazu sagen, wir haben schon 70% des Projekts verkauft, 75% in diese Richtung geht. Wir haben meistens jetzt noch hintere Units, Backside, wir haben ein paar Frontside-Facing, wir haben noch ein paar Two-Bedrooms, aber auch noch weniger als eine Handvoll. Und meine Bitte an euch, mein Secret-Tipp, Two-Bedrooms. Two-Bedrooms an der Ecke ist der Geheimtipp. Wir haben in Haven, wir hätten viermal den Amount von Two-Bedrooms gebraucht. Deshalb, ja. So, ich schau mal, wer noch dabei ist. Was haben wir noch für eine Frage? Komm, wir halten so nicht so lange an einer Frage auf. Kaufpreise werden immer teurer, haben wir schon gehabt. Kann ich wirklich den Burj Al Arab sehen, wenn ich Poolview habe? Warte, das beantworte nicht ich. Da lasse ich Bilder sprechen. So. So musst du dir das vorstellen. Natürlich mit meinen begrenzten Grafikdesignermitteln, ja, habe ich das hier reingebaut. Weil natürlich, wir wollen das Geld sparen, um jetzt hier eine mega schöne Broschüre zu machen. Weil wir wissen, wir haben eine geile Community, die weiß, dass wir geile Sachen bauen und die weiß auch genau, dass wir an der Stelle es genauso hinstellen, wie du es hier siehst, von höchster Qualität. Deshalb haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie für 25.000, 40.000 Euro irgendwie so ein Grafik-Heini anstellen, wir machen es uns einfach so. Und wenn du dann hier siehst du Burj Al Arab, hier siehst du unser Projekt,
alle Pool-Unit und diese Wohnung hier als letztes an der Seite, weil wir haben auch noch ein Fenster hier raus, die Studios und die One-Bedrooms hier. Burj Al Arabiya, Habibi, Habibi. Ja, also, das auf jeden Fall. So, noch eine Frage. Warum keine kleinen Studios mehr, sondern nur noch große? Sehr geile Frage. Sehr, sehr, sehr geile Frage. Ich sag euch warum. Wir lernen mit jedem Projekt und wir werden mit jedem Projekt besser und wir wissen auch und verstehen auch mit jedem Projekt immer besser unseren Markt. Immer, das ist ganz wichtig. Es gibt den Markt und es gibt unseren Markt. Also unser Markt ist große Studios. Warum? Die sind 46 Quadratmeter groß. Sind eigentlich, ich habe gerade Broschüren bekommen von einem anderen Projekt. Das sind die One-Bedrooms, sind so groß wie unsere Studios. Ja? So, das heißt, die kriegst du eigentlich noch relativ günstig. Also ich sage mal so um die 150.000 Euro inzwischen. Aber wir haben uns von diesen ganz kleinen verabschiedet. Warum? Zum einen, weil es eher so Hotelzimmer-Style ist und wir da jedes Jahr Durchlauf haben. Wir haben auch jetzt gesehen in Haven, die kleinen Studios, die ersten, also die großen waren sofort weg. Sofort. Also innerhalb, so, da hat, wir haben nicht mal die Tür aufgemacht, ja, das war nämlich, boom. So, die kleinen, da haben wir ein bisschen rumgehakt. Da haben wir fast 3 Wochen oder 4 Wochen, bis wir alle 4 vermietet hatten. Und das ist eine Erfahrung, die haben wir jetzt auch in Ivy, ja, haben wir auch noch kleiner so, weil da ist die Diskrepanz nicht so krass. In Haven waren die Studios schon sehr klein. Da haben wir jetzt 36 Quadratmeter mit Balkon, also Innenfläche vielleicht 30 Quadratmeter, also tiny, 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 tiny. Deshalb, hier drinnen wohnt auch der Single-Mensch mit ein bisschen mehr Budget, dem jetzt aber vielleicht ein Two-Bedroom, One-Bedroom too much ist. So, Christian Pass ist auch da, mein Gott. Wird in nächster Zeit was auf dem Nachbargrundstück gebaut? Dr. Haligli, gerne diese Frage mal in den Fragezeichen-Button, denn dann können auch alle sehen, dann würde ich es nämlich gerne mit dir teilen, mit dem Rest der Welt teilen. So. Ach, das ist ja ein Elfmeter ohne Torwart, diese Frage. Vielen lieben Dank aus den Stories, wer auch immer das geschickt hat. Natürlich, denn ich zeige dir hier auch welche. Übrigens, wir haben ein richtig geiles Video gemacht auf YouTube. Geht mal alle danach auf meinen YouTube-Account, denn genau dort sind wir auf diese Fragen eingegangen. So, die mit guter Rendite, ich glaube, die sind alle weg. Die Pool Beauty Kleinen, die hier. Diese kleinen Wohnungen sind so bei 200, also ich sag mal, starten bei 180, 190, aber schlag nicht drauf fest, ich glaube, die sind schon weg. Ich sag mal, bei 200.000, fühle ich mal bei 200.000 Euro wohl. Und bis zu 220, 230.000 sind wir bei diesen Wohnungen. Und mit diesen Wohnungen antizipieren wir jetzt zu heutigen Mietpreisen, nicht zu Haven Mietpreisen. Wir haben nochmal gut 10-15% unter den aktuellen Mietpreisen kalkuliert. Einfach nur, weil wir so konservativ wie möglich sein wollen. Weil wir haben noch einiges vor uns. So, wir wollen nicht in 5 Jahren, dass Leute reden, was der Garofoli erzählt, ist Bullshit. Und der erzählt uns nur irgendwas vom Pferd, von Renditen. Nee, wir haben über 10% in Haven erzählt und haben auch delivered. Hier, wir werden an die 10% nicht mehr rankommen. Das ist safe. So, die Zeiten haben sich geändert. Wir haben ganz, ganz, ganz massiv höhere Einkaufspreise. Also nur auch ein Schwankerl aus unserer Realität. Wir haben natürlich nochmal nachberechnet bekommen für zum Beispiel der Ivy. Werden jetzt massiv, also da sind wir im 7-stelligen Euro-Bereich, was wir nachberechnet wurden vom Klimaanlagenlieferant, vom Stahllieferant. Also da liegen wir nochmal gut 7-stellig, gut 7-stellig auf der Ivy drauf. Deshalb, und wir haben natürlich Steuern ab nächstes Jahr, das müssen wir natürlich auch noch hier rein fakturieren, dass wir Steuern bezahlen müssen ab 2023, ab Juni. Das heißt, wenn du die letzte Zahlung machst, wird die bei uns besteuert. Das heißt, das ist natürlich auch noch mit rein fakturieren. Das heißt, wir kriegen keine 10% mehr hin, zumindest nicht zum Bewerben. Aber wir sind bei 7-8%. Ich glaube, damit ist die Welt auch noch ganz gut und in Ordnung für deutsche Investoren. Meiner Meinung nach. So. Oh, schauen wir weiter, was gibt's noch?
Aha, kann ich so ein T-Shirt bekommen? Haha, alle so. Tatsächlich, ja. Während wir gerade dieses Instagram Live machen, sitzt in Hamburg mein guter Freund Patrick Hams und er wird gerade, oder er arbeitet gerade an unserem Merchandise-Shop und er ist auch der diese Dinger in Deutschland produziert und euch dann auch aus Deutschland nach Deutschland, Österreich, Schweiz schickt, innerhalb von, I don't know, 24 hours oder 48, whatever. Aber ja, die T-Shirts kann man bald kaufen. Mega Qualität. Ich habe das über die ganze Tour auch mit dabei gehabt. Ich habe das, glaube ich, seit 3 Monaten und das 3-mal die Woche angefühlt oder 2-mal die Woche an. India has you trust. Und da kommen noch geile, geile, geile Dubai-Steam-T-Shirts, ja? Marwan, wo kriegt man die Wohnung, bei dir noch Wohnungen? Einfach mit meinem Sales-Team in Kontakt treten. Wir haben ja eh noch geschrieben auf Instagram. Das heißt unbedingt, ich meine, du bist, glaube ich, mit Thorsten sogar in Kontakt oder mit Emre, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben uns in Zürich gesehen. Also wenn du nicht weißt, wo du noch Wohnungen herbekommst, dann weiß es keiner. So, sind die Küchen und Geräte inklusive auch mit dem Aufbau? As a matter of fact, wir bauen die schönsten Küchen in Dubai. So, wir bauen die wunderschönsten Küchen. Und wir haben hier zum Beispiel eine wunderschöne Kücheninsel. Ja, wir lernen ja auch mit jedem Projekt. Wir haben uns zum Beispiel verabschiedet von den U-förmigen Küchen, die wir noch in Haven hatten. Jesus Christ, da sind aber viele Leute dabei. Phil, Olimut, Zarter, Rehrücken, schöner Name. Viele Grüße aus Japan. Steuern 2023, wie jetzt? Sarin, Lassisi. Ja, Frank Cookie, hey. Geiler Typ hier. Yeah. Mega geiles T-Shirt. So, okay, wunderbar. Also, wir delivern tatsächlich alles mit dabei. Also, du hast auch die Mikrowelle mit dabei, den Ofen mit dabei, den Gasherd mit dabei. Hier drunter befindet sich eine Spülmaschine. Hier natürlich ein Waschbecken. Und hier natürlich ein Fridge und ein Gefrierfach. Und natürlich die Kücheninsel. Super, super sexy. Und natürlich alles im Kaufpreis inklusive. Das heißt, wenn ich dir sage 220.000 Euro, dann ist die Schlüssel fertig. Dann muss der Mieter noch einmal durchwischen und dann bringt er seine Couch und sein Bett und seinen Fernseher an die Wand. Happy Times, kann sofort einziehen. Das heißt, ist natürlich nochmal sehr, 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 sehr geil für alle deutschsprachigen Investoren. Ich weiß eben, wo ich jetzt in Deutschland war, ey, ganz ehrlich, die kaufen sich ja Küchen ab untereinander. Sag, ich wollte jetzt umziehen und so, aber da war so eine teure Küche drin, deshalb bin ich nicht da reingegangen, weil der Vormieter wollte 8.000 Euro, wenn wir seine Küche haben. Jesus Christ, was für ein Umstand. Wie kompliziert kann man eigentlich sein? Liebe Grüße nach Hamburg, liebe Sima. So, wird es wieder Trennwände geben, wie bei den One-Bedrooms? Interessante Frage. Schauen wir mal da rein. Tatsächlich haben wir uns da auch wieder an Ivy orientiert. Wer Ivy kannte, der weiß, dass die Rahmen hier schwarz sind in Ivy. Hier in Vibe werden sie weiß sein. Ja, natürlich haben wir diese Wohnung ist zum Beispiel 67 bis 69 Quadratmeter groß. Da haben wir diese offene Zwischenwände rein. Warum? Weil wir wissen, unsere Mieter sind meistens Singles oder Pärchen. Ja, wir sagen immer stolz, dass wir mehr Hunde als Babys haben in Haven. Und das ist genau, um diesen Effekt zu haben. Weil wenn du die ganze Zeit, ne, in deiner Wohnung bist, volle 67 Quadratmeter, viel geileres Raumgefühl, ist ja auch wieder ein Glas oder so ein Mix-Glas, Mix-Concrete-Gebäude. Richtig, richtig, richtig freaking sexy. Also freut euch darauf, wie das dann später aussieht. Silvia Kühnel, auf die Baustelle. Man kann mit mir mal auf die Baustelle gehen, ist jetzt falsch gesagt. Wir öffnen die Show-Apartments bald. Und zwar im November sollen die fertig sein. Wir haben auch das Ivy-Update-Video gemacht. Aber die Baustelle ist natürlich kein öffentlicher Ort, wo man jetzt einfach mal rein kann oder sowas. Und die Baustelle ist natürlich Baustelle. So, deshalb kann man Ivy von außen anschauen. Ab November auch ins Show-Apartment gehen. Allerdings werden wir es nicht wie bei Haven schaffen, weil Haven war ja eine Touristenattraktion. Ja?
Wir werden es nicht wie bei Haven schaffen, dass wir die Leute, überleg mal, ohne Aufzug und deine Wohnung ist auf dem 13. Stock. Na, vielen Dank. Wobei, da verliere ich meine Kilos, die ich auf der Tour mir angefressen habe. So, sind Ivy und Haven schon ausverkauft? Ich glaube, in Ivy kamen 3 Wohnungen zurück. 3 oder 4 Wohnungen haben wir aktuell noch drin. Haven ist komplett ausverkauft, aber tutto completo, everything sold in Haven Residences. Deshalb, ja, nur jetzt The Vibe. Aber The Vibe ist, um ehrlich zu sein, ein bisschen mein favorite project already. Macht ihr die Vermittlung und Verwaltung auch wieder? Oh, das sind ja heute 11 Meter, die hier reinkommen. I love it, I love it, I love it, I love it. So, warte, Zahlungsplan, Social Media, Servus. So, komm, wir machen jetzt einfach mal hier, komm, mit dem Bildschirm freezen. Ich glaube nicht, okay. Müssen wir gleich sowas machen? Nee. Okay, also, natürlich machen wir bei allen Projekten, die wir selbst bauen mit Metrical Development, inzwischen sind wir ja von Anfang, also wir suchen das Land raus, das Grundstück. Wir verhandeln den Preis. Wir schauen, dass es natürlich alles kosteffektiv ist, ja, dass sich das ganze Projekt natürlich auch lohnt für alle Beteiligten. Wir schauen, dass wir die Wohnung günstig genug anbieten können. Wir schauen, dass wir das Design in JVC so geil introducen, wie wir es machen. Ja? Wir schauen, dass wir die Facilities unterbekommen. Das sind alles Bits and Pieces. Da bin ich inzwischen ganz, ganz eng involviert, gemeinsam mit den Bauträgern. Und natürlich auch Olga ist da auch natürlich eine treibende Kraft, wie bei allem. Und alle unsere Projekte werden wir vermieten und verwalten. Inzwischen bauen wir in die Verträge ein, dass du es verpflichtend mit uns zur Verwaltung geben musst, wenn du es nicht selbst nutzt. Das heißt, du darfst nicht zu einer anderen Verwaltung gehen, sondern du musst es mit uns machen. Zu anderen Verwaltungen kannst du in jedem anderen Projekt in der ganzen Stadt. Wir haben 4, 5, 6 Gebäude. Oh, Rolex Parts Exchange. Nice to see you. So, also wir haben 5, 6 Gebäude in der Zukunft und in diesen Gebäude gelten unsere Regeln. Warum? Weil wir unsere Projekte wie Rohdiamanten dem Markt entnehmen und sagen, nein, unsere Projekte kriegen ihr 350 Agents nicht, ihr 14.000 Makler, ihr dürft hier nicht ran, ihr dürft unser Projekt nicht so verhuren, ich sage mal auf gut Deutsch, wie der Rest des Marktes passiert. Wir protecten unsere Investorengruppe in Deutschland, Österreich, Schweiz und unsere Mieter in unseren Projekten. Also short answer is definitely ja, wir sind natürlich am Verwalten. So, Mariam HK. So, sehr cool. Beim nächsten Mal höre ich mir im Detail an. Ciao. So, Salam alaikum, boys and girls, Tina Bellocina. Buonasera, JVC is the place to be. Exactly. So, Mariam sagt, ich würde mich gerne über genaue Details zum Kauf freuen. So, meine Verkäufer sind hier in diesem Live. Die werden dich jetzt einfach mal anschreiben. Und wenn dich alle 3 anschreiben, dann suchst du dir einen raus, der dir am besten gefällt. Und genau, dann wirst du darüber informiert. Aber ich kann mich natürlich erstellen. Also wie läuft so ein Kauf ab? So, denn wenn du jetzt sagst, ich habe gesagt, wir haben hier von diesen Renditenmaschinen haben noch einige übrig, also circa, keine Ahnung, 30, 35. So, wie läuft es ab? Was musst du bezahlen und wann? So, erste Rate wäre praktisch jetzt beim Booking fällig, gemeinsam mit der Administrationsfee. Das ist die Slide aus der Tour. So, die zweite Rate wäre dann erst im Januar fällig, nächstes Jahr, von 10%. Ja. Und ab dann fallen auch die Steuern an und dann hast du praktisch alle 5 Monate 10% Zahlung. Du zahlst 70%, wir bauen 100% bis zu diesem Zeitpunkt. Und wenn dir das gefällt, was du siehst, ja, das heißt, das Projekt ist fertig, ist abgeschlossen, dann zahlst du die Abschlussrate von 30% und wir geben dir die Schlüssel und beziehungsweise wir geben dir das Go und den Title Deed, also die Urkunde, die Eigentumsurkunde und dann fangen wir an, hier Rendite zu kreieren. Liebe Mariam, lass uns auf jeden Fall mal reden, schreib mir gerne mal eine DM.
Such dir noch deutsche Makler in Dubai. Wenn du Erfahrung im Dubai-Markt hast, ja. Wenn du keine Erfahrung im Dubai-Markt hast, nein. Wenn du gerade frisch hergezogen bist, auch nicht. Wenn du erst seit einem Jahr hier bist, auch nicht. Wir brauchen Menschen mit Erfahrung und die wir nicht an die Hand nehmen müssen und erstmal alles von A bis Z erklären können, weil dazu ist meine Organisation zu klein und dazu haben wir einfach keine Zeit und deshalb nehmen wir nur Menschen mit Erfahrung. Ja? So. Ah, da ist er, der Dr. Haligli, Haligi. Dr. Haligi tatsächlich wird auf dem Nachbargrundstück irgendwann mal gebaut. So, ich sage euch auch wo, denn man sieht es ja auf dieser Slide eigentlich ganz geil. So, hier wird nicht gebaut. Die ganze Line ist alles RTA. Warte, lass uns ein bisschen hier rüberschieben. So rum. So, also, wir sind hier. Hier ist der Vibe, dieser Plot. Das ist der Vibe. Hier wird nicht gebaut. Hier wird nicht gebaut. Hier hinten dran, hier und hier, wird gebaut, aber nur 4 Stockwerke. Unser Parkhaus ist schon 5. Die gleiche Situation haben wir auch bei Ivy. Das ist so ein bisschen Dubai-typisch. Ja, das ist praktisch G+4 und ein High-Rise direkt nebendran stehen. Das heißt praktisch, der Pool schaut über das G+4 drüber. Und das G+4, also meistens bleiben diese Plots leer bis zum Get-No. Hier sehen wir schon, ist schon die Straße praktisch gepaved, weil hier kommt eine Straße rein. 22 Meter Abstand wird es hier sein zwischen unserem Projekt. Natürlich, unser Projekt ist ja auch nochmal, also das ist die Lotline, da dürfen wir nicht drüber mit keinem Balkon. Das heißt, die Balkone müssen innerhalb der Lotline sein. Und dann hast du nochmal 22 Meter und hier wird sehr wahrscheinlich ein Projekt kommen. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht sogar von Leuten, die was können. So, also, hier wird safe was gebaut. Hier wird safe was gebaut. Hier wird safe was gebaut. Hier soll begrünt werden. Das hier ist RTA, Road and Transport Authority. Das heißt, hier werden sie die Hesser Street eines Tages dann erweitern, inshallah, um dann eben auch den Traffic von der Hesser Street runterzunehmen. Ja? So. Wie läuft das konkret ab vom Banktermin, Finanzierungsantrag bis zum tatsächlichen? Boom. Okay, also, das ist relativ easy. Also, es ist relativ lang, aber ich versuche es dir kurz zusammenzupacken, weil unser Prozess haben wir einfach multipliziert. Also, natürlich, wir haben allein in den letzten anderthalb Jahren 700 Immobilien in Dubai an deutschsprachige Investoren verkauft. Das heißt, der Prozess ist relativ einfach. Finanzierungsantrag, wenn ich das lese, läuten ein paar Alarmglocken, denn du bekommst in Dubai keine Finanzierung. Das heißt, entweder du kriegst in Deutschland eine Finanzierung, aber nicht für die Immobilie in Dubai, sondern du nimmst eine Refinanzierung auf eine existierende Immobilie, die beleihst du und schiebst die Liquidität nach Dubai. So machen das 80% unserer Investoren. Und so, das heißt, du kriegst keinen Banktermin hier. Dich kennt keine Bank hier in Dubai. Du wirst kein Geld bekommen. Punkt. So, solange dein Lebensmittelpunkt nicht hier ist und auch schon seit Jahren hier ist. Ich war gerade Tennis spielen mit meinem Freund Julian, der Friseur. Das hat sich meine Haare auch nicht gemacht. Aber Julian hat mir erzählt, dass er seine Immobilie kaufen will. Der ist seit 1996 in Dubai. Und hat eine Absage zu seinem Kredit bekommen, weil er selbstständig ist. So. Und das sind natürlich Sachen, da ist der Markt hier, hat hier ganz, ganz andere Regeln. Das ist natürlich extrem anders, wie man es aus Deutschland kennt, wo jeder Postbote Zugang zu 1 Million Euro hat. Das ist hier tatsächlich einfach anders. Ja. So. Islam Abdel Mola, ist ein Haven 2.0 in Planung, Low-Rise Building. Boah, ey, die Low-Rise Plots sind so teuer geworden. Wir verhandeln mit einigen Parteien, weil wir uns auch Low-Rise Gebäude wünschen, in Anführungszeichen. Aber aktuell nicht. Nee, also wir haben nichts. Wir kommen an nichts ran, beziehungsweise wir kommen an nichts ran, wo es Sinn macht, dass auch für unsere Investoren sich noch lohnt. Aber um es auch dazu sagen, das hier ist immer noch Low-Rise für Dubai. Ne? Das sind 19 Stockwerke, das ist immer noch Low-Rise, das ist nicht super High-Rise.
High-Rises in Dubai, keine Ahnung, 40 Stockwerke und mehr oder sowas. So, deshalb, das hier ist sehr, sehr, sehr akzeptiert bei den Mietern, deshalb machen wir das auch. Wir werden auch nicht höher als 20 bauen, haben uns auch selbst auf unsere so Werte geschrieben. Aber so ein G-Plus 4 wollen viele haben, wir auch, um ehrlich zu sein. Aber wir finden gerade keins, wo es sich wirklich lohnt. Joel Kirl kommt nach Vibe, noch ein Projekt. Jetzt sind wir erstmal bei Vibe. Dieses Jahr kommt keins mehr. Dieses Jahr kommt nämlich noch ein anderes Projekt, und zwar meine Tochter. So, das hat dann Priorität ab November. Das hat Priorität, ich sag mal, bis Ende September sind wir damit durch. Und so, dann haben wir nochmal einen Monat Brückenzeit, und dann kommt meine Tochter im November. Und deshalb ist dann mein viertes Baby praktisch on the way. Deshalb, liebe Freunde, dieses Jahr wird kein Projekt mehr kommen. Natürlich haben wir für nächstes Jahr für euch ein Projekt in der Pipeline. Allerdings ist es auch so early stage, dass ich da nicht drüber reden werde. Das ist ja wär unseriös. Aber nochmal ganz kurz, in dir haben wir Trust. Euer Euro wird nicht mehr wert. Euer Markt, die Situation in Europa wird nicht mehr einfacher. So, wir laufen offenen, sehenden Auges in eine Energiekrise, in eine gesellschaftliche Krise. Wir haben heute auch ein paar Videos dazu gemacht mit Mariam Al-Zarafi, was für Menschen nach Dubai kommen, Golden Visa etc. pp. Es ist tatsächlich so, dass wir mit den Projekten auch natürlich wissen, dass wir Planungssicherheit haben, also ihr als Investoren, aber wir wissen eigentlich, günstiger wie jetzt wird es nicht mehr. Das ist auch schon teurer als Ivy, das ist teurer, Ivy war teurer als Haven. Wir werden es nicht mehr günstiger hinbekommen, so wie sich die Preise jetzt entwickeln. Und ihr werdet es nicht mehr günstiger bekommen, weil euer Euro nicht mehr stabil ist und das Gesamtsystem da ein bisschen gefährdet ist. Und das wird sich, also ich hoffe nur, dass im Winter alles ruhig bleibt in Europa. Das ist so, eine Hoffnung ist kein guter Berater, aber wir sehen Krisen am Horizont, da meine ich nicht mal Deutschland, Österreich, Schweiz, da gibt es Italien. Boah, Alter, ist da der Teufel los, wenn man mit italienischer Politik beschäftigt und Gesellschaft, wow. So, in Frankreich und Spanien das Gleiche, so, da wird es richtig interessant werden diesen Winter in Europa. Deshalb meine Empfehlung, schickt euren Euro noch in ein eurodiversifiziertes Land. Schickt euren Euro in außerhalb der Eurozone. Wie ich es eben erklärt habe, nehmt eine abbezahlte Immobilie, tragt einen Grundschuld ein, schickt das Geld zu uns. Wir bauen hier ein schönes, hochrenditeträchtiges Investment. Und wir haben ja noch ein paar News dann. Wenn dann das Investment fertig ist, können wir es nochmal refinanzieren. Und dann hast du hier deinen Spaß hier in Dubai, wo der Spaß erst wirklich beginnt. Denn ich sage auch immer, wir halten uns alle den Bauch vor Lachen in 10 Jahren, dass wir Immobilien für 3.000 Euro den Quadratmeter verkauft haben. Komplett ausgestattet, mit Parkhaus, mit allem drum und dran. Komplett ausgestattet. Nochmal, Boden abgeschlossen, Elektronik drinne, Badezimmer drinne, Küchen drinne, alles drum und dran, Smart Home, Boom, Bam, Bang. So, das wird 3K. Halten wir uns safe, 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 alle gemeinsam den Bauch vor Lachen. Kann man mit unter 150.000 investieren? Ganz ehrlich, wenn du ein paar gute Deals on the horizon hast also wir haben ja noch 2,5 Jahre Bauzeit hier. Ja? Das heißt, wenn du das 50.000 Euro fehlen dir da, wenn du sagst, das kriege ich hin in den nächsten 3 Jahren, ruf uns gerne an. Schreib mir gerne eine Message. Lass uns schauen, dass wir reden können. Mein Team wird dir zeigen, was vielleicht die günstigste verfügbare Unit ist, weil ich sag mal, Floor 1 bis 7 oder 8 sind weg und im Prinzip hier haben wir noch ein paar Wohnungen oben übrig, oben ist auch schon alles weg. Deshalb lass uns gerne reden, lass uns schauen, wie wir zusammenkommen. 150.000, wenn du die jetzt Cash hast, kannst du safe investieren und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Ist der Kaufpreis fix oder eine Preisgleitklausel eingebaut? Nein. Der Preis ist fix. Also das ist mein unternehmerisches Risiko, dass die Preise hier gefixt sind. Das heißt, wenn morgen, ich weiß, weil die Frage kommt, weil die Deutschen stellen das oft,
weil es in deutschen Kaufverträgen so üblich ist. Bei uns ist es nicht so üblich. Das heißt, der Preis ist fix, was auf dem Kaufvertrag steht, steht auf dem Kaufvertrag und da wird auch nichts nach nochmal eingeholt von uns. Das kann ich euch schriftlich geben im Kaufvertrag, dann, wenn du dann deine Immobilie gekauft hast. Ich habe gesagt, wir haben Tausende von Fragen. Warum gibt es niemals einen 70er? Bei letzten Monaten war es 50-50. Ja, tatsächlich, weil wir A, so, Ivy war 2 Jahre entfernt, hier sind wir fast 3 Jahre, Haven hatten wir auch einen 50-50 Plan, Haven war aber nur 1,5 Jahre. Und ich sag's dir, wie es ist, lieber Patrick Kladek, wir hatten tatsächlich Probleme, die letzte Abschlusszahlung von 50% von einigen Leuten zu holen. So, und zwar nicht von einigen, sondern von mehr als erwartet. So, und wir müssen auch uns absichern. Wir müssen auch schauen, dass die letzte Abschlusszahlung nicht zu hoch ist und dann Leute ihre Finanzierung durchfällt oder die Oma doch nicht die Kohle rausrückt oder irgendeiner ins Casino gegangen ist mit den 50% und alles auf Rot gesetzt hat, ist kein Schwarz. Und das ist ein Risiko, dem ich mich selbst nicht mehr ausliefer, weil ich habe in diesem Projekt auch einen großen Risikokapitalbetrag rein investiert. Deshalb kann ich fast sagen, von jetzt moving onward 70-30 Kaufverträge. Aber auch da, andere Bauträger verlangen zwischen 20% Downpayment. So, das ist, ihr müsst das Geld in Europa in Sicherheit bringen. Das weiß der Rest der Welt. So, und deshalb beschwer dich nicht über 70-30, ist eigentlich ein sehr, sehr guter, weil alle 5 Monate schaffen die meisten unserer Investoren aus dem Cashflow, tatsächlich. Wie teuer ist die günstigste Wohnung? Also ab was für einen Preis? Schlag mir nicht drauf fest, liebe Rabiatot. Schick mir deine Kontaktdaten, denn dann können wir dich kontaktieren. Denn ich glaube, es sind keine Studios mehr verfügbar. Ich glaube, Studios sind alle weg. Aber nochmal, es kann auch falsch liegen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass, glaube ich, keine mehr auf der Liste waren. Kleine One-Bedrooms, ungefähr 200.000 Euro, sehr einfach zu bezahlen, diesen Payment-Plan. Einfach alle 5 Monate 20.000 Euro. Und wenn du 70% bezahlt hast, haben wir fertiggestellt und dann nochmal 60 auf einen Schlag und dann Happy Times. Und das kannst du dann finanzieren oder über Brückenfinanzierung oder sowas in Deutschland. Dann ist die Last nicht mehr so hoch. So, aber ungefähr 200.000 Euro. Damit würde ich kalkulieren an deiner Stelle. So. Liebe Grüße an Anna. Anna, falls du noch drinne bist, liebe Grüße von Frank Hucki. So, sehr gut. Warte, war noch eine Frage? Ja. Geht ihr in eurem Büro dann in dieses Projekt? Nein, tatsächlich nicht, denn wir sind ja in Ivy mit einem Metrical Büro. Und wir werden in Vibe werden wir keinen Platz haben, denn wir haben hier ein Erdgeschoss, was wir zum Beispiel in Ivy nicht hatten. Warte. So, in Ivy haben wir hier und die gesamte Fläche als Büro. Und das ist dann Facilities. Hier haben wir, man sieht mal die Facilities, habe ich keine Slide in der Facilities. Ist ja ein Skandal, dass ich keine Slide in der Facilities habe. Okay. So, hier haben wir die Facilities auf der Seite. Also Fitnessstudio hier vorne, Meeting Room hier, Sauna und Steam Room für Männer, Sauna und Steam Room für Frauen und hier hinten der Kinosaal. Und dann haben wir hier Wohnungen eingebaut, also mit einer großen Terrasse. Meistens Eigennutzer sind, glaube ich, auch schon alle weg. Groundfloor-Wohnungen sind extrem beliebt, auch beim Mieter. Sehen wir jetzt wieder auch in Haven natürlich, die lieben diese großen Terrassen. Die lieben es einfach auf dem Erdgeschoss zu sein, einfach durch die Lobby durchzulaufen und keinen Aufzug holen zu müssen. Deshalb gehen die Leute gerne in den Groundfloor. So, kann man den ungefähr einen ROI abschätzen? Ja, natürlich. Wir kalkulieren grundsätzlich, haben wir bei Haven gemacht. Also bei Haven war unser durchschnittlicher ROI 8%. So, bei Haven macht die schlechteste Wohnung 8,5%. So, die beste weit über 10. So, bei Ivy haben wir Kalkulation von 7,5%. Hier haben wir unsere Kalkulation auf 7%, 6,5% tatsächlich. Aber wir erwarten natürlich
sehr, also wenn die Wohnungen so mieten wie in Haven, wovon auszugehen ist, weil es ist ein Steinwurf weg von Haven, und der Markt jetzt noch keine ganz, ganz krasse Linkskurve nimmt, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir auch Renditen zwischen 8-8,5%, aber auch da, wie gesagt, wir machen keine Versprechen, wir sprechen auch keine Garantien aus. Wir wissen, was wir können, und wir können 7%. Ja, wenn es mehr wird, ist es später happy, bist du happy. Wenn es bei 6,8 wird oder bei 7,3, sagst du alles klar, was ihr zugesagt habt, und das ist mir lieber langfristig. Na, natürlich, wir sind natürlich sehr, sehr weit exposed. Das heißt, wir sind natürlich immer online, und das heißt, man kann ja auch alles nachvollziehen. Kümmert euch um die Vermietung, genau. 666 Berlin, unbedingt mal deine Kontaktdaten schicken, weil natürlich, das habe ich eben schon erklärt, ich glaube, da warst du nicht drin. Das heißt, in unseren Projekten verwalten wir unsere Projekte. Das heißt, wir nehmen das wie ein Rohdiamant, nehmen wir unsere Wohnungen vom Markt, unsere Gesamtprojekte, sorgen für eine mega geile User Experience, also Tenant Experience in dem Fall, und schieben euch die Renditen. Das heißt, wenn du bei uns kaufst und sagst, es ist nur ein Anlageprojekt, dann ist es für dich schon fast verpflichtend, dass du die Wohnung zu uns zum Managen gibst. Weil natürlich wir dafür sorgen wollen, dass keine anderen Makler reinkommen und dann den Preis verhuren und sich unterbieten und so weiter und so fort, wie es normalerweise auf dem Dubai-Markt üblich. Sauger Dave ist gerade, join the rooms, geiler Typ. So. Ab wann darf man eine Wohnung wieder weiterverkaufen? Markus Zeiger. Du darfst deine Wohnung rein rechtlich sofort weiterverkaufen. Ja? So. Hallo, liebe Grüße von mir mit. So, darfst rein rechtlich sofort die Wohnung weiterverkaufen. Ja? Allerdings suchen wir keine Flipper. Ganz wichtig. Wir bauen ein System auf. Und das ist wie ein Fußball, wie eine Fußballmannschaft. Ja? Da muss jeder wissen, was der andere macht. Das ist ein eingespieltes System. So, wenn wir einen haben, der nicht funktioniert im System, wechseln wir den aus. So, das heißt, wir wollen gar keine Flipper haben, wir wollen keine Spekulanten haben. Wir verkaufen auch maximal nur noch 3 Wohnungen pro Inhaber, also pro Name in unseren Projekten, weil wir eben nicht das Renditeerlebnis später haben, wenn du sagst, okay, ich will das aus meinen 200.000, 240.000 machen in einem Jahr. God bless you, da kannst du gerne zu anderen Projekten gehen. Bei uns kriegst du das nicht in unseren Projekten. Aber lass natürlich auch gerne deine Kontaktdaten da, denn wir helfen dir, so ein Projekt zu finden. Aber bei unseren Projekten wollen wir das nicht haben. Einfach weil ich den Markt schon lange genug kenne. Aus 10 Jahre langer Erfahrung weiß ich, wo da das Sand im Getriebe ist, warum Projekte fehlen, weil da zu viele Flipper da drin sind, weil da zu viele Menschen nach der Übergabe weiter flippen wollen. Und das sorgt dann eben für den Kollaps des Marktes das in diesem Projekt. Ne? Das sind dann meistens von den üblichen Verdächtigen. So, Sauger Dave, ja, geiler Typ. Danke für euren Support und Unterstützung und zu jeder Zeit. Geiler, geiler, geiler Typ. So, wunderbar. Also, wir machen das jetzt schon wieder seit fast einer Dreiviertelstunde, liebe Freunde. Das ist jetzt auch so. Kann man auch als Investholding kaufen? Jein. Schreib mich an, lieber 666 Berlin. Schreib mich gerne an, dann können wir darüber reden. Denn wir haben auch eine eigene Anwaltskanzlei. Du kannst eigentlich nur über Dubai Firmenstrukturen in Dubai Immobilien halten. Es geht nicht über ausländische Strukturen. Das heißt, du müsstest dann nochmal eine GmbH dazwischen schalten, die Immobilie kauft. Da aber, Tipp von mir, macht es nicht Sinn wegen einer Immobilie. Das heißt, wenn wir über 3, 4 reden, dann lass uns gerne reden. Ansonsten kannst du auch erstmal deinen privaten Namen kaufen. Und dann später, later on, kannst du das immer noch in eine GmbH umwandeln, wenn du nachweislich von einer natürlichen Person in eine juristische Person übergehst, kostet nur 0,25%, also ein Apfel und ein Ei. Es ist so krass, wie viele Fragen kommen. Das ist nur eine Frage, euer System ist hervorragend. Markus Zeiger, auch nicht falsch verstehen, aber ich muss natürlich die Opportunity nutzen, auch andere Menschen, die vielleicht den gleichen Gedanken haben, direkt anzusprechen und denen direkt schon mal Gas rauszunehmen, ja, weil natürlich kriegen wir die Frage relativ oft. Ich bin da aber auch sehr, sehr klar in meiner Kommunikation.
Deshalb, das war jetzt nicht irgendwie angreifend gemeint oder sowas. Ich weiß manchmal, aber das war alles cool, so. Alles cool. Wir sind da nur sehr, sehr klar und eigentlich unmissverständlich in der Kommunikation, dass wir keine Flipper mit in die Projekte reinnehmen, weil das Gesamtkonstrukt dann nicht mehr stimmt, dass wir allen Leuten sagen, hey, das ist ein Buy-and-Hold-Investment, kein Flip-Projekt. Wir suchen Buy-and-Holder und da gibt es ja verschiedene Investmentstrategien, Anlagestrategien, je nachdem, was für ein Investorentyp du bist. Es gibt auch ganz verschiedene Typen, die in verschiedene Assets investieren. Deshalb, ich habe das nicht als Angriff gesehen oder gemeint. Ne? So, Jahan Giri David, gibt es auch offene Positionen zu besetzen? Sehr allgemeine Frage, grundsätzlich ja. Wunderbar, Lexex Berlin, ich warte auf deine Message. Grundsätzlich ja, da wird in den nächsten 10 Tagen, 14 Tagen einiges über Social Media rausposaunt. Wir suchen Praktikanten, wir suchen noch 2-3 andere Positionen, ich möchte jetzt gar nicht groß drüber reden. Aber ja, da wird einiges kommen, denn wir expanden. Selbi Olgun, Preis, guter Preis. So, 200.000 Euro roundabout fangen unsere Bombardrooms an. So, 45 Minuten DGTV, es waren nonstop über 30, 40 Leute hier drin. I love it, I love it, I love it. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. An der Stelle würde ich mich, glaube ich, ausklinken wollen, denn es war ein langer Tag und ich komme auch gerade vom Tennis spielen und es ist gleich 10 Uhr abends. Aber ich bedanke mich für alle, die dabei waren und sind. Und ich bedanke mich natürlich auch, bei euch, dass ich hier die Quelle sein darf für das ganze Wissen, für die ganzen Fragen, dass mein Kanal so reich besucht ist von so vielen tollen Leuten, dass ich und mein Team so eine coole Community hier in Dubai aufbauen. Deshalb vielen, vielen, vielen lieben Dank. Alles, alles Gute euch da draußen und investiert noch in The Ivy, solange wir noch Wohnungen haben. In 4 Wochen ist das hier alles Schnee von gestern. So, deshalb vielen lieben Dank. Liebe Freunde, investiert noch euer Geld in den Dirham, in Dirham We Trust, raus aus dem Euro. So, kontaktiert mich, schreibt mir eure Kontaktdaten, mein Team meldet sich innerhalb von 12 Hours. Deshalb vielen lieben Dank, liebe Grüße, Wochenende ihr seid, bleibt gesund, bye bye.